So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit Sparta. Es geht aufs Ende zu. Das sage ich, glaube ich, schon oft, aber, oder das habe ich schon oft gesagt, aber, ja, Britannien wird jetzt die nächsten Folgen auch dran glauben müssen. Ich glaube, zwei Armeen sind dafür genug. Dann hier zwei Armeen werden dann hier aufräumen. Genau, und dann muss ich eigentlich nur hier rüber das alles. Ja, okay, Baktrien. Nee, Baktrien ist ja auch hellenistisch. Also, ich muss mal schauen, weil. Namen unserer Freundschaft, die auch eine. Okay, Baktrien ist tot. Wird übernommen. Dann wird es noch ein bisschen dauern, tatsächlich. Dann haben wir noch ein bisschen was. Aber an sich ist die. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen. An sich ist. Hey, an sich ist die. Euer Volk hat dergleichen. Es bringt mir nichts, den Tag mit euch zu vergeuden. Gut, unsere Krieger wurde schon unruhig. Euch die Kehle aufzuschneiden, wird ihr Langeweile ein Ende setzen. Gut. Genau, also, ich weiß nicht mehr, wo ich mit dem Satz hin wollte. Genau, dann mal den. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für mich. Bei den Göttern! Es herrscht Krieg! Lasst die Hörner erklingen, schärft die Schwerter und ihr betet zu eurer Ja, ist ja gut. Genau, jetzt habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal Krieg. Chimera. Okay. Seid gegrüßt, mein Freund. Der ist echt dumm. Kein Tempel kann auf zwei Säulen errichtet werden. Der ist so dumm. Wir finden keine. Weil nämlich, ich hab ihn gerade nicht Angriffspakt angeboten. Er ist gerade mit all denen im Krieg. Wenn er mit mir ein Handelsabkommen schließen würde, dann wäre es sehr gut für meine Verbündeten oder sehr wahrscheinlich für meine Verbündeten, das auch zu tun. Naja, Strategie und so weiter. Diplomatie ist nicht so die Stärke von denen. So. Gut, also hier geh ich vorwärts in Richtung Britannia. Die kann ich eigentlich alle auflösen. Das war ja eigentlich nur als Verteidigung. Okay, der hat schon. Ja, der muss ein bisschen warten. Upsi. Ein bisschen warten jetzt. Der kann aber loslegen. Sehr schön. Hier ein bisschen verstärken. Hier mache ich was anderes. Okay, die da kann ich auch sehr gut benutzen. Spartas Furz. hat 2, 4, 5 Fernkämpfer. Steinschleuderer. Der hat 2, 4, 6, 7. Nightmare. Oh, mit Helden Spartas. Interessant. Wieso kannst du eigentlich nicht angreifen? Hä? Na, komisch. So. Okay, dann in Afrika. Jetzt ist halt hier nur noch Galatien.
Ja, Latien will ich eigentlich jetzt noch nicht angreifen, ehrlich gesagt. Weil da würde ich, also, weil die Front ist zu groß. Also Galatien ist halt hier und hier. Also Galatien kann halt dann sehr schnell hier angreifen und halt hier. Dementsprechend würde ich gerne Galatien erst angreifen, wenn ich mit denen hier fertig bin, und dann kann ich mich auf dem Weg nach Asia machen. Und dann mit denen warte ich dann auch so lange. Und da brauche ich noch eine Armee für Britannia, weil eine Armee ist, glaube ich, zu wenig. Wobei mit nur einer Armee wäre es halt richtig spannend. Ist die 3000 stark genug? Also wir haben 5 Pekiniere, spartanische Hopliten. Und dann die Gorgos und 2 kretische. Okay. Also es ist schon stark, aber es geht natürlich stärker mit so Helden Spartas und so weiter. Ich würde mal sagen, dass ich hier in Rom eine neue Armee ausbaue. Aushebe, ne? Nicht Ausbau. Minus auf Kinder, das ist natürlich schade. Hier, der ist krass. Ja, das ist auch gut. Warte, kann ich ein Vermächtnis aufstellen? Nee. Dann. Ja, der da war's. Armee aufstellen. So. Kinder der Küchentücher. Das klingt nicht männlich genug. Warte, wie heißen denn momentan meine Armeen? Die haben ziemlich komische Namen, oder? Genau, die 501. Das ist, das muss immer sein. Fanboys von Athen. Ah, das war beim Stream, ne? Ja. Ares Terror. Die muss ich auch. Nightmare ist natürlich cool. Die 3000. Die Getreuen der Helene muss ich auch umschreiben. Die Hekt muss ich auch. Spartas Wurz. Okay. Nightmare. Die Rote Flut. Weil die Schilde und die Umhänge rot sind. Ich hatte gerade im Kopf so keine Ahnung, auf bisschen auf ja, politisch kritisch Politik zu bashen, so von wegen so, ja, die Glasfaserausbau oder ja, Telekom oder so, aber das würde ja alles gegen die Armee ja, das wäre einfach nur, dann würden alle uns auslachen. Okay, königliche Spartaner sind, glaube ich, begrenzt auf. Nee, gar nicht. Warte mal, was ist der Unterschied nochmal? Königliche Spartaner. Ja, sind einfach besser, ne? Ja. So,
2, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Und dann war's das. Weil dann 6 kritische Bogenschützen hole ich mir dann von diesem Burschen ab. 2, 4, 5. Der hat nur 5. Das heißt, hier hole ich mir nochmal. Ja. Noch einen. Genau. Du gehst dann. Oder warte mal. Zwei, vier, sechs, acht, neun, fünf, neun, zehn. Also 10-mal spartanische. Nee. Neun spartanische, also königliche Spartaner reichen. Ich brauche auch gute Fernkämpfer, damit ich ja überhaupt was gegen solche Armeen habe. Genau. 2, 4, 6, 7. Apropos, ich habe ja auch Tutorials gemacht, halt über Rome Total War 2. In Richtung, also Politik, Einstiegstutorial, also für alle Neulinge hier und Taktiken auch. Und genau, da kamen jetzt schon so ein paar Fragen zu mir. Oder halt, ja, wieso sage ich das so komisch? Also ein paar Fragen kamen zu mir, ne? Also ein paar Fragen wurden gestellt, so von wegen, was mache ich, wenn das und das passiert, oder wie kämpfe ich am besten gegen Kavallerie und gegen Fernkämpfer und so weiter. Oh, das war falsch. Aber den töte ich sowieso bald. Genau. Und dementsprechend werde ich, habe ich vor, irgendwann dieses Jahres eine neue Tutorial-Reihe aufzumachen, oder erstmal ein neues Video über Taktiken zu machen. Und falls ihr da Anregungen habt, Fragen habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall auch schon mal in die Kommentare reinbashen. Ich lege mein Schwert beiseite. Tut mir leid, darf ich nicht. Genau, könnt ihr auf jeden Fall fragen. Jetzt so auch in Richtung Elefanten. Also das erzähle ich ja auch ganz oft bei der Seleukiden-Challenge, bei der Tier-Challenge, weil ich da sehr viel auf Elefanten gehe. Das Schwert wurde Und genau. Der hat gerade einen Fehler gemacht. Das Schwert wurde Großzügigkeit. Der hat tatsächlich gerade einen Fehler gemacht, und zwar ist er mit seiner Kavallerie-Armee hier reingegangen. Das war ein Riesenfehler. Weil jetzt ist er am Arsch. Jetzt ist er sowas von am Arsch. Weil er. Also es sei denn, er kommt raus. Dann kommt er nicht. Dann ist er tot. Das war ein Riesenfehler. Das war ein Riesenfehler. So, also er stellt sich. Also die stellen sich eigentlich immer hier auf. Dann machen wir mal so. So. Und so. Fernkämpfer sind hier. Er ist da. So. Kommandant, eure Befehle? General! So. Gut. Sparta! Kommandant! Diese Germanen machen mich rein. Ein Geist an meiner Vorfahren. Bogenschützen! Ja, Kommandant! Wer kann bereit zum Einsatz? So.
Klar, werde ich da ein bisschen Einheiten verlieren, aber nicht viele. So, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Warte, General, du kümmerst dich um die da. Bogenschützen! Schnelles Marschieren! Und ihr kümmert euch bitte um die feindlichen Bogenschützen hier. Die Schwierigkeit ist halt immer, die zu fassen. Aber wie gesagt, also in der Stadt ist es sehr viel einfacher. Ich will erstmal die da platt machen. Das war. Die sind vorbei geschlüpft. Wendet sich zu unseren Gunsten. Bogenschützen! Spartanische Pike! Unser General wird angegriffen! Bogenschützen! Zu Befehl! Wie ihr befehlt! Speerinfanterie zu eurem. Kommandant! Schnell! Ihr erwartet unsere Befehle! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Wobei, die müssen hier helfen. Ja, das war sehr, sehr dämlich. Den da dahin zu schicken war sehr dämlich. Entschuldigung, mein Fehler. So, ihr geht weiter rein. Ihr geht hier hin. Ah, das war dumm. Ihr denn da? Okay, hier weiter. Ignorieren. Gut, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ja, denn dass ich die da hier alleine hingeschickt habe und dann hier alle drauf, das war einfach dämlich. Also hätte man ganz einfach sehen können. Habe ich aber voll unterschätzt. Scusi! Naja. Nun denn. Passiert.
Aber Hauptsache die Armee ist weg, weil das ja ist eine sehr, sehr widerliche Armee, wenn man gegen ja, wenn man einfach gegen die in auf dem Feld kämpft, das ist einfach so. Wo gehst du lang? Du kümmerst dich jetzt mal um die letzte Stadt hier. Und du ziehst mal Richtung Britannien. Du gehst mal in Gewaltmarsch und versuchst hier schnell hinzukommen. Falls der irgendwas Dummes versucht. Ja, wobei es ist alles andere als wahrscheinlich. Okay, du. Genau, machst dich mal bereit. So. Die erste Britannien-Landung ist gesichert. Was macht ihr hier? Okay, aber die haben beide gute... Okay, die haben alle, bis auf Karthago, haben gute Verteidigungen. Okay. Kann man hier schon ein bisschen stänkern. Oder? Warte mal. Noch nicht. Ich heil mich mal. So, ich will auf jeden Fall sehen, was die da unten haben. Ich will mich eine Weile ausruhen. Okay. Sind immer noch die beiden, die. Ja. So. Ja, die Folge ist dann ja eigentlich auch schon wieder vorbei hier. Aber wir kommen voran. Langsam, aber sicher. Ah, der hat hier oben auch noch eine Stadt. Ich dachte, der Budorgis ist die letzte Stadt von ihm. Aber wie angenehm ist es doch, so wenig mit feindlichen Agenten zu tun zu haben. Und bei den Seleukiden gerade irgendwie 20.000 Agenten einfach. Ah Gott. Aber bisher haben sie der größte Schaden von dem war eigentlich wirklich bisher nur Einheiten auflesen, was schon ätzend genug ist. Aber ja, sonst haben die wirklich nichts gemacht. Also wie Generäle getötet oder so, haben sie zum Glück nicht. So. Gut. Du gehst hier hin, du machst dich hier hin. Ach ja. Können wir automatisch machen. Hey, automatisch. So, alles weg. Machen wir mal Theater. Einfach Brot und Spiele. Oh, die Armen. Okay. Du könntest. Oh, servus. Was machen wir hier? Tempel haben wir hier schon. Machen wir mal Versammlungsorte. Ein bisschen. Ja, freundlich und so.
musst eigentlich hier runter, für die, damit du... Wie weit ich hier laufen kann, ne? So, nächste Runde musst du nochmal einen Bogenschützen-Söldner-Trupp rekrutieren. Wobei, nächste Runde kann der es eigentlich auch machen. Warte mal. Kommt der jetzt schon rüber? Ne, noch nicht. Okay. So, Dilla. Gut, dann würde ich sagen... würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Und ja, wir werden immer größer, ne? Na dann, bis dann, bye.